Liebe Gäste, mein Name ist Marlies Sauer. Ich leite hier das Basement 16 in der Schlossstraße und ich freue mich, dass Sie da sind und begrüße Sie ganz herzlich. Unser Raum lebt von der Kunst und den Menschen, die sie schätzen und miteinander teilen. Heute geht natürlich ein ganz besonderer Gruß an unsere Künstlerin Margret Schopka. Die Alltäglichkeit der Dinge und ihre Verwandlung, ihre Metamorphosen werden zum ureigensten bildnerischen Thema. Gestaltet in der Natur, mit der Natur, ein Vokabular des Wirklichen und Möglichen, voller Erzählfreude an überraschenden Pointen, mit hintergründigem Witz, dem Erschütternden im Banalen, lyrische Verschmelzungen. Wer findet die Vögel im Tausendblütenmeer? Ob als rätselhafte Botschaft, verstrickendes Geheimnis, verblüffende Perspektive oder individuelle Mythologie, als Paradoxa, Verstörung, Entlarvung, Transformation, Rekonstruktion, das Angebot an Entdeckungen und Erkenntnissen ist überwältigend. So entstehen Paradiese, erträumte Gärten, imaginäre Landschaften. Sie betonen mit Fantasie und Poesie ihre Schönheit, aber auch ihre Zerbrechlichkeit und Vergänglichkeit. Es entstehen rätselhafte Bildwelten, die einen Appell an unsere Vorstellungskraft entsenden, ein Freibrief für unsere eigenen Spekulationen, Fantasien und Geschichten. Und sie sprechen vom Malen. Denn Malerei heute ist zuallererst Material. Ein paar Kohlestriche, ölige Pasten, Pigmenten, Papier, Folien wie gleißender Schnee, dunkles Bitumen, schweres Leinen und luftiger Tüll, Worte, geschrieben, gemalt, genäht, auch Telefonbuchseiten. Das sind die Elemente, die ihre Formen ausmachen. Und aus diesen Verbindungen entstehen Gebilde, die nicht das Erzählende von Farbe und Linie, wie also Blau für den Himmel, Kreis für die Sonne, sondern ihre eigene Stofflichkeit deutlich machen. Margret Schopka braucht kein Publikum. Sie braucht Komplizen, die in den Gebilden an der Wand einen Vorschlag sehen, ein Stück erahnte, erlebte, ertragene Wirklichkeit auf seine Verwandlungsfähigkeit hin zu untersuchen. Das in der Welt sein auszuhalten und zu gestalten. Und du liegst in den Wolken, hoch ins Leere gewiegt, deine Hand greift nach einem Halt und findet nur eine Rose als Stütze. Liebe Margret, ich weiß, du liebst Improvisation und jetzt stehe ich hier als Vertreter, ich werde es nicht lange dauern lassen, aber als Vertreter vielleicht deiner Gäste. Schließlich ist es nicht nur eine Ausstellung, sondern auch dein Geburtstag. Welch eine Freude, mit dir diesen Tag heute begehen zu dürfen. Ich denke, das geht vielen so. Wie viele Wünsche habe ich dir heute anlässlich deines 80. Geburtstags zu überbringen? Dir als Wegbereiterin vieler Inspirationen, aber vor allem als Wegbegleiterin des gemeinsamen Erlebens von und Begreifens der Natur. Ich wünsche dir die wunderbare Kraft der Sehnsucht in Verbindung mit Island. Ich wünsche dir vor allem, dass das, was dir dieses Land gegeben hat und dich natürlich auch auf besondere Weise mit Sverrir und deiner Liebe zu ihm verbindet, dich auf Ewigkeit erfüllen wird.
Also mein Name ist Margret Schopka und ich bin Künstlerin und mein Schwerpunkt meiner Kunst ist die Land Art. Ich arbeite in Island sehr viel, mache dort große Streuungen in die Landschaft mit Kaffeesatz, mit Mehl und mit Vulkanasche. Ich liebe diese Arbeit und zwar deswegen auch, weil sie vergänglich ist. Also ich finde es wirklich eine ganz schöne Tätigkeit und ich mag es, wenn ich dann davor stehe und ich habe dieses Bild vor mir. In dieser Riesenlandschaft manchmal nur wirklich eine ganz kleine, zarte Schüttung. Also das ist so schön und das beglückt mich einfach. Und dann drehe ich mich um und ich weiß genau, wenn ich mich umgedreht habe, kommt der Wind und es ist wieder weg. Und ich mache es auch in Ateliers, ich mache es in Galerien, ich mache es ja überall. Also ich mache es bei meinen Freundinnen zum Kaffee, da gibt es eine Serie. Ja, der Prozess ist natürlich genauso schön. Also gehen, ich gehe, es gehört immer das Gehen dazu, dieses Schauen, immer in die Landschaft schauen und dann also auch einen Platz auswählen. Das ist genauso wichtig wie die Streuung eigentlich selber, nicht? Also ich nenne sie 1000 Blütenteppiche und das sind ja die 1000 Blütenteppiche aus der Renaissance, also auf die ich mich auch beziehe. Und ich habe dieses Material gewählt, weil es diesen 1000 Blütenteppichen am nächsten kommt. Also, und das ist die Rückseite von Industrieteppichboden. Das ist eigentlich ein ganz billiges Zeugs. Also ich bin zum Sperrmüll gegangen und habe mir die rausgesucht, dann habe ich sie gereinigt, dann bin ich gegangen und habe Blüten gesammelt, dann habe ich sie darauf kollagiert, natürlich auch mit Farbe. Ich arbeite, diese Teppiche sind nie fertig. Sie werden nie, erst wenn sie verkauft werden, dann sind sie fertig für mich. Aber sonst, solange sie in meinem Besitz sind, überarbeite ich sie, wenn ich Lust habe.